dreh durch! Und ihr Spacken seid die Ersten. Und ihr Spacken seid die Ersten, die sterben werdet. Danke. Ja. Ich geh jetzt nicht an die Tür. Hat's geklingelt? Ja, hat bei mir geklingelt. Hat sich jemand angemeldet? Nö. Nein. Dann würde ich auch nicht gehen. Eben. Au, au. Zeige ihr Opas. Ja, den traue ich ja alles zu den Personen. Ach, wir sind ja tolerant. Die Sackgesichter. Tolerant? Ja. Tolerant? Ja, das ist dieses Wort, wofür ich seit Jahren kämpfe. Ist eh wieder total unnütziger Schrott, ja. Jetzt hat irgendwer anders in die Tür aufgemacht, ich hab's gehört. Warum diese Affen immer zuerst ganz oben klingeln? Ich meine, ich wohne ganz oben. Und die klingeln immer erst dort. Warum? Wo ist da die Logik? Die wollen dir doch eine Chance geben, dass du den Tee servierst. Nein, ich meine allgemein auch die Post, wenn irgendwie ein Paket abgegeben werden muss, klingeln die immer zuerst bei uns und wir wohnen ganz oben. Warum klingeln die nicht unten, die Wichser? Ja, sein Paket für den sowieso. Ja, kommen Sie hoch. Nein, ich hab mich versetzt. Ach, ich war nichts dazwischen. Ich würde da nicht runtergehen. Die sollen schön hochlatschen. Machen sie ja auch, aber es nervt halt, weil ich eben oben warten muss, bis die Pisser oben sind. Und die laufen ja auch nicht schnell. Ich meine, gut, die sind den ganzen Tag auf dem Bein, aber trotzdem können sie sich ein bisschen Mühe geben dann. Wenn sie schon früh um 8 Scheißpakete hier abgeben wollen. Früh um... Oh, scheiße, es ist ja duster. Ach, jetzt kommen gleich die Pflanzen und fressen dich. Ich hab grad keine Ahnung, in welche Richtung ich jetzt zurückkomme. Das ist natürlich Pech. Hier ist irgendein Winterbiom. Das könnte schon mal die Richtung sein. Sehe ich da hinten Wüste? Ja, da hinten sehe ich Wüste. Ja, ich glaube, die Richtung. Geschickt. Ja, das ist halt so, wenn man sich irgendwo weit weg vom Haus rumtreibt, ohne Kompass. Ich kenne die Scheiße doch. Hey, Mr. Creeper, waiting for me. Jetzt hackt's aber aus. Jetzt haben wir, glaube ich, so eine gewisse Grenze überschritten, die nicht gut ist für uns. Welchen Namen sehe ich da unten? Friend. Ja. So, ist es hell. Unser Haupteingang steht wieder. Ja. Sehr schön, ich komme angesprintet. Yeehaw! Ich mach mir Schaufeln. La la, la la. Hätte ich nicht 21 Level, würde ich jetzt sogar mal was ausprobieren wollen, aber... Nee. Nee, der Haupteingang ist da vorne. Ist doch cool, oder? Wo? Ja, ich kann mal ja in so ein kleines Tor hier ein. Oh, du bist nur zu faul, ey. Ich lauf da nicht außen rum. Doch, das verlange ich jetzt von dir. Ganz ehrlich, da sträube ich mich aber auch ein dezentes bisschen dagegen. Ist mir egal. Ich bin ignorant und arrogant, das wisst ihr. Gott, mir nicht, ich bin unkaputtbar. Shit. Ja, dann macht halt vorne einen Eingang. Mein Gott, das habt euch doch nicht so. Ich bin gerade quer übers Feld gelaufen. Ist nicht dein Ernst. Doch. Hast du alles? Ein paar Felder eingestampft. Eins. Alter, ich knall euch weg. Boden. Oh, so, hallo, wir Creeper. Haben fast hallo. Zwei Stacks Leben. Hallo Creeper, komm. Komm mal zum Feld, mach mal Bumm. Und der Pfeil steckt immer noch im Arsch. Anuspfeil. Ich wollte eine rauchen, siehst du? Ja, ich bin schon lange fertig. Was ist das? Wir haben doch schon jede Menge Leder, sehe ich gerade.
Ja, ich habe auch schon ein bisschen was gekillt. Ah, okay. Und wo ist jetzt, wo hast du... Oben, oder? Ja, oben. Ja, Papier. Nein. Leder. Geht er heute, glaube ich, drauf fest. Ja, ich merke das schon. Da. Oh, ich mache mal ein paar Bücher. So, und ich teste mal, ob man hier trotz Schnee irgendwie Felder anlegen kann oder ob die verschwinden, sobald... Nee, kann man nicht. Nee, die bleiben nicht. Da machen wir hier drüben die Hühnerfarm draus aus dem großen Gelände her. Kenne ich nicht. Ist das jetzt gerne hätte? Eine Pumpgun. Mit Diamantschaufel mit Haltbarkeit 3 und Effizienz 4. Das bringt ja gar nichts. Die ist trotzdem innerhalb von 2 Minuten ist die im Arsch. Weil du so schnell abbaust, dass die einfach... Pff, zack, weg, das Ding. Einfach psch, nach weg. Ich will aber schneller Sand abbauen. Wir haben doch genug Sand unten drin. Hast du das alles weggenommen schon? Na. No. Was machst denn du mit dem ganzen Sand? Ich baue ein Lager aus. Aus Sand? Nein. Aus Sandstein. Wozu so extravagant? Ja, 42 Bücher. Jetzt müsste die Antwort kommen, weil ich es kann, aber... Thomas. Ja, Sand bestimmt nicht. Da braucht bloß mein Creeper reinrennen, da ist die Hälfte weg. Deswegen sage ich ja, mach da einfach schöne Ziegelhöhle draus oder so. Irgendwas Hübsches. Jetzt hätten wir genau ein Erdeblock. Alter. So, liebe Vicky, wir haben soeben die Errungenschaft erzielt, Verzauberer. Ah. Geil. Was hast du denn verzaubert? Noch nichts, ich habe einen Verzaubertisch. Ach, da kriegt man die Errungenschaft schon. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir das Teil hin? Ja, gute Frage. Ich weiß wo. Der Thomas weiß wo. Ich habe auch eine Idee wo. Da im Eingangsbereich hinten. Viel besser. Ich habe eine viel bessere Idee. Ne, ich bin für den Raum hier hinten. Nein, ich habe eine bessere Idee. Hier unten ist so viel ungenutzter Platz. Oh Gott. Bitte bringt mich um. Ah. Ups. Jetzt muss Winky Leitersprünge üben, wenn sie in ihren Raum will. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dann mach ja hinten ein Loch. Chris, dann mach ja hinten ein Loch und mach... Nein, das kommt schon hierher. Ich muss bloß gerade, ich brauche Pistons. Ich meine, der Leitersprung ist für mich kein Problem, aber es nervt trotzdem. Ich brauch bloß Pists. Weil, genau, Schleimbälle haben wir auch. Pisten, wie ging Pisten? Ich brauch Metall, Holz und Stein. Und Redstone. Ich glaube, bei den Pisten brauchst du noch keinen Redstone. Doch. Ja? Brauchst. Unten rechts und links jeweils zweimal Stein. Oben eine Fläche Holz. In der Mitte ja, genau. Ein Eisenblock und unten Eisen, Redstone. Genau. Stimmt, hast recht. So, ich habe mal die 41 Bücher gerade dort reingelegt. Ich habe hier noch Pflastersteine ohne Ende. Redstone haben wir hier. Eisen brauchte ich noch. Ist in dieser Truhe hier. Ich bräuchte eigentlich mal jemand, der bräuchte ein paar Slimies, die man mal töten muss. Haben wir keine? Noch nicht? Wir haben relativ wenig Slimies. Scheiß Spinn, ich habe eine Kippe in der Hand, ich kann nicht kämpfen. Nein. Doch, sind es. Alles klar. Und
Reichen 14 Pistons erstmal? Ja, oder? Wofür? Ich habe jetzt einen Haufen Holzstufen über. Braucht irgendwer welche? Ich habe mich ja doch ein bisschen verkalkuliert hier. Ich brauche erstmal keine. Du sei einfach in Ruhe vom Boah, Platz. Jetzt schreien die Pischner wieder rum hier. Alter, lass mal den Sand in Ruhe, du Scheiß-Sam. So, also ich habe erstmal genug Pisten, Slimies. Ich habe bloß 5 Slimeboards. Natürlich ein bisschen blöd. Ich brauche aber mindestens... Könnte auch mit normalen Pistons gehen, wenn das Timing passt. Ja, jetzt kommt der Redstone Freak durch. ich bin jetzt zu voll zum Einsortieren. War jetzt erstmal so hier. Nein, die brauche ich ja jetzt gleich. Ach, was ist cool? Gut. So, Redstone-Gedöns. Das heißt, ich tue mal den Lichtsensor und die Redstone-Lampen in die Redstone-Kiste. Genau. Thomas kümmert sich ja nach wie vor noch um das Lagerhaus. Richtig, richtig, genau. Richtig. Ja, gut. Ich muss doch erstmal gerade Sand ein bisschen besorgen, damit ich Sandstein machen kann. Ich mache mir jetzt 5 E-Pistons. Weißt du, was ich mir jetzt wünschte? So ein bisschen TNT, wo ich mal so richtig schön Bumm machen kann. Und dann? Sand abbauen. Na, aber da geht der meistens wieso kaputt. Ich weiß nicht, einfach um mich mal abzureagieren oder so. Du kennst es, Vicky. Nein. Nein. Ich würde sowas nie tun. Ich weiß, ich frage mich das jedes Mal, wie baut man diesen scheiß Zaunstor? So rum? Nein. In der Mitte unten 2 Holzbretter. Und links und rechts jeweils 2 Stickies. Stickies. Das war's mit der Schaufel. Ups. Scheiße, ich hab zu wenig Stickies. Oh. Warte, komm her. Nee, Sticky Pistons meine ich. Ach so. Okay. Das ist natürlich Pech. Für die Q-Elsa. Ja, aber ich dachte nur, weil es die Q-Elsa ist. Oh, die hat den... Ich bin so scheiße. Oh, die hat Jane Dot gehabt. Haus abgebrannt. Lederstall. Ja, machst du nix, ne? Für alle, die die Q-Elsa nicht kennt, ihr müsst die Hallerforden anschauen. Tut es, los. Obwohl, wenn ich das so mache und so mache, könnte das auch ohne Stickies gehen. Natürlich Platzverschwendung, aber soll's. Und hier brauche ich schon gar keine mehr. Dann heißt das hier unten kommt noch ein Nistchen und hier kommt noch ein Nistchen. Oh, shit! Das war nicht so geplant. Was? Nicht. Bislang jetzt so Creeper hat. Fällt in die Luft gesprengt und Chris will es vertuschen. Alter. Nein, ich niemals. Nicht. Also Creeper dürfte es theoretisch gar nicht mehr, ja.